herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal wieder mit dem Abarth und ich weiter. Und ich kann euch so viel versprechen, das wird mal so richtig technisch heute. Und wir zeigen heute auch ein bisschen was, was wir bisher noch gar nicht gezeigt haben. Und zwar, wir sind mal wieder bei H&R. Selim und Marcel sind auch schon am Start. Hallo. Und eigentlich sind wir ja schon, also eigentlich wollten wir das Ganze erst viel, viel später machen. Ja. Jetzt ist aber das Problem, die Saison ist rum. Wir können nirgends mehr fahren. Das letzte Mal fahren ist leider schon ins Wasser gefallen. Regen und so weiter. Das heißt, Regenzeiten fahren ist doof. So, ja. Das heißt, wir müssen jetzt in die Winterumbaumaßnahmen gehen. Als auch, dass wir festgestellt hatten, dass unser, ich sag jetzt mal, straßenkonformes Gewinde, was vorher drin war, so langsam ans Limit kam. Genau. Oder was sagst du dazu als Experte? Du konntest ja auch jetzt ein bisschen mit dem Auto fahren im Regen, ne? Also man darf natürlich nicht vergessen, das Monotube ist ja ein reines Straßenfahrwerk. Und dafür hat es ja nun mal wirklich seinen Dienst sehr gut erfüllt. Ja. Also wir sind ja wirklich einige Runden Bilsterberg und gerade du auch gefahren. Und das Auto fuhr ja auch relativ gute Zeiten, ja, mit dem Straßengewinde. Ja. Und man merkt aber jetzt halt, um wirklich nochmal schneller zu werden, brauchen wir dann halt wirklich komplett andere Abstimmung. Das Auto, weil das Straßengewinde ist halt auch mehr auf Komfort ausgelegt. Also sprich, federt halt deutlich weicher ein. Das Rennfahrwerk darf das halt in der Richtung nicht so machen. Witzig ist auch, jeden, den ich das Auto auch mal fahren lassen habe, auch mal auf der Straße oder so, die haben alle gesagt, boah, ist das weich, dass es überhaupt so auf der Rennstrecke fährt. Ja, genau. War eigentlich schon ein Wunder, ne? Ja, das Straßengewinde ist halt so der Kompromiss zwischen Komfort, sportlichem Fahren, aber jetzt halt keinen durchgehenden Renneinsatz. Du kannst damit natürlich Trackday mal fahren oder mal drei Runden Touri auf der Nordschleife, klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn du wirklich mit so einem Auto, was bewusst nur für Trackdays bewegt werden soll, dann musst du halt auch irgendwann natürlich ein passendes Fahrwerk für rein. So. Den Punkt haben wir jetzt halt gemerkt, wo wir sagen, wir geben jetzt mal Gas. Jetzt musst du als allererstes Marcel einmal vorstellen, weil der kam in unseren Videos, glaube ich, bisher noch gar nicht vor, ne? Nee, war es nur im Hintergrund. Ich versteckt. Genau. Also der Techniker hier. Derjenige, der die schnellen Fahrwerke am Ende dann baut. Ja, genau. Also Marcel. Ja, ich bin seit, weiß nicht, 18 Jahren, 17 Jahren hier am Arbeiten und versteck mich halt immer ganz gerne. Man muss auch dazu 18 sagen, Jahre, krass. Man muss auch dazu sagen, er ist Profi-Rennfahrer. Mhm. Profi nicht, aber. Ja, komm, jetzt stapel nicht die. Ist okay, passt. Das, voll gepasst. Das heißt, am Ende wäre es wahrscheinlich das Beste, wenn du das Auto fährst. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall mal versuchen werden, das Perfekte rauszuholen. Als Profi-Rennfahrer oder Rennfahrer, wie auch immer, wenn du ein Fahrwerk gefahren bist, wie es jetzt drin war, und ein Rennfahrwerk reinbaust, wie würdest du die beiden vom Fahrverhalten her beschreiben? Also was ist der größte Unterschied? Also grundsätzlich ist das halt so, wenn wir die Entwicklung für Straßenfahrwerke machen, wie der Selo schon sagte, das ist eher Komfort, Sicherheit, vernünftiges Fahren auf der Straße. Ein Rennfahrwerk ist eigentlich komplett ganz anders aufgebaut. Die Federwege sind komplett anders, die Härten, die Dämpfereinstellungen und so weiter. Das kommt immer darauf an, welche Strecke, welche Reifen, was will man machen mit dem Auto? Und da sind wir jetzt halt aufgrund der Strecke ein bisschen in die Richtung gegangen, weil ich den Bilsterberg auch kenne und auch schon mal einen Trackday da gefahren habe, dass wir sagen, ich habe die Erfahrung mitgenommen. Und da ist halt im Unterschied zu einer Nordschleife oder zu anderen Rennstrecken, der Asphalt ist halt identisch. Ohne Wechsel. Ich muss gerade was erzählen. Man liest ja gefühlt, immer wenn du bei Kleinanzeigen Fahrwerk aufmachst, siehst du ja immer Nordschleifenabstimmung. Ja, ja. Also ich glaube, es gibt nichts, was man beim Fahrwerk öfter liest als Nordschleifenabstimmung, weil du es gerade mit Abstimmung ansprichst. Ist das tatsächlich so, dass man ein Fahrwerk an eine Strecke anpasst? Ja. Ja, aber wenn du ein Fahrwerk kaufst, weiß ich aus eigener Hand auch, dass die Leute Nordschleifenabstimmung reinschreiben, ja, um das besser dann zu verkaufen. Um es einfach 500 Euro teurer zu machen. Genau. Also ich will jetzt keinem was unterstellen, aber es ist halt sehr oft. Gibt es bei euch einen Katalog auch extra für Nordschleifen? Ja. Gibt es extra. Also wir haben ein Rennfahrwerkssortiment, auch schon bestehend fertig, was ich sag mal für gängige Fahrzeuge, wo wir Erfahrung haben, so anbieten als fertiges Kit, was man dann halt natürlich für den Fahrer oder fürs jeweilige einzelne Fahrzeug, weil er halt jetzt leichter ist, schwerer ist, andere Übersetzung fährt, was man dann noch im Nachhinein anpassen kann. Aber du kannst jetzt, sage ich mal als Beispiel, E36, fährst ein Coupé M3 und sagst, du willst nur Nordschleife fahren, nur Grand Prix Kurs oder nur Nordschleife selber, haben wir schon passendes Fahrwerk dafür. Klar. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt das Bilsterberg Fahrwerk
Alles, was geht quasi. Primär auf diese Strecke ausgelegt. Da kann man auch andere Strecken damit fahren, aber wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, man baut ein Fahrwerk für eine Grand Prix-Strecke, funktioniert das nicht zwangsläufig auf der Nordschleife, weil die Nordschleife natürlich nochmal ganz anders aufgebaut ist. Viel mehr Kompression, viel mehr Federwege. Man muss einfach da anders fahren, anders abstimmen. Das ist einfach ein Unterschied. Okay, das heißt, wenn wir jetzt ins Detail gehen, Bilster Berg, was würdest du anders machen? Bilster Berg ist, wie ich schon gesagt habe, eine Strecke, die relativ eben ist. Es ist kein Asphaltwechsel drin, es sind sehr wenig starke Kompressionen. Man hat eine Kompression sicherlich drin. Da würde ich halt deutlich härter abstimmen. Man fährt auch viel mehr Sturz und ganz andere Spurwerte. Ich glaube, wenn man mit dem Fahrwerk dann auf die Nordschleife fährt, dann wird man dann schnell erkennen, dass es dann halt zu hart ist. Okay, also ist tatsächlich doch so, dass ein Nordschleifenfahrwerk relativ weich ist, weil der Asphalt nicht schlecht ist. Nicht schlecht, aber durch diese Wechsel vom Asphalt, durch deutlich mehr Bodenwellen, da die Strecke ja schon viel älter ist und da kommen ja immer mehr Wellen rein, da wird das immer wieder neu asphaltiert und die Strecke auch deutlich schneller geworden ist wie vor 20 Jahren. Aber letztendlich ist es noch so, dass man da wirklich weicher abstimmt wie auf Grand-Prix-Strecken. Du siehst das auch auf vielen Videos zum Beispiel, also für jedermann. Auf einer Nordschleifenfahrt musst du mal angucken auf so Onboard-Videos oder halt auch von Außenansichten, wie das Auto da arbeitet. Extreme Beanspruchung, was du teilweise bei so geraden Strecken nicht hast. Das heißt, weicheres Fahrwerk heißt gleichzeitig auch mehr Federweg. Ja, ja. Mehr Federweg und man muss natürlich auch berücksichtigen, was fährt man für Reifen. Und es gibt jetzt halt viele Autos, die mit einem, zum Beispiel, ich kenne das jetzt halt, ein 991 Cup Auto, hat halt einen vorgegebenen Reifen. Darauf stellt man halt das Fahrwerk ein, weil der Reifen arbeitet ja auch eine ganze Ecke mit. Und das muss man halt immer so, das Zusammenspiel zwischen Reifen, Fahrwerk, Feder, Dämpfer ist so eigentlich das Wichtigste in dem Bereich. Okay, ich überlege, wo fangen wir jetzt am besten bei unserem Fahrwerk an? Also wo würdet ihr anfangen? Was macht man als erstes bei der Auslegung von so einem Fahrwerk? Grundsätzlich muss man erstmal festlegen, ungefähr was für einen Reifen man fährt, welche Felgengröße, auf welcher Fahrhöhe man ungefähr ist, dass das, sag ich mal, so eine Basis. Und auf dieser Basis muss man dann halt aufbauen. Erstmal den Platz. Du musst einen Platz definieren. Genau. Welchen Platz hast du? Welchen Platz können wir nutzen und wo sind wir limitiert? Und dann fangen wir natürlich an, passend zu der, ich sag mal, Maximumgröße, die wir fahren können, eine Auslegung zu starten. Okay, den Reifen, die Felgenbreite können wir fahren. Das und das können wir also an Grip irgendwo, an Reifenthematik generieren. Jetzt müssen wir gucken, wo wir mit dem Fahrwerk hinkommen. Wie viel können wir einfedern? Wo stehen wir irgendwo an? Ne? Wie viel müssen wir ausfedern? Wie viel müssen wir überhaupt einfedern? Also was brauchen wir und was können wir? Das muss der natürlich immer erstmal festlegen. Vom Bauchgefühl her war das Auto am Ende immer noch so ein bisschen keilformmäßig nach vorne. Ja. Macht das Sinn bei einem Frontantrieb oder ist das eigentlich falsch? Es kommt auch aufs Auto, auf die Strecke, auf das Ganze, auf die ganze Balance an. Wenn man ein Auto halt hinten hoch macht, ist das halt so, dass man beim Anbremsen das Heck natürlich leicht macht. Wenn man den tiefer macht, macht man es stabiler. Das muss man dann wirklich auf der Strecke auch rausfahren und dann mal gucken, wo dreht man hin. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, der muss vorne tief, hinten hoch, hinten tief, vorne runter. Das ist einfach, fährt man raus. Und was man sagen muss, das letzte Setup, was wir jetzt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, rausgefahren haben, das konnten wir jetzt ja gerade mit den Reifen im Regen mal so richtig schön testen. Und das fand ich persönlich schon extrem ausgeglichen. Ja, das war, also, das war vom Fahren her schon. Im Regen ist natürlich wieder der Vorteil, dadurch, dass das halt das normale Fahrwerk ist, es ist sehr weich abgestimmt. Das heißt, ein Auto ist im Nassen natürlich immer schöner zu fahren, wenn er weich ist und ist am Arbeiten. Im Trockenen wird man wahrscheinlich schnell merken, wenn der Reifen mal anfängt, Grip aufzubauen und das Auto mal richtig in die Kompression reingeht, dass dann irgendwann der Dämpfer, Feder, ja, sag ich mal, schon sehr weich ist, weil das ist ja wirklich ein Straßenfahrwerk. Aber das Ziel von dem Straßenfahrwerk ist ja auch Sicherheit zu fahren. Ja, genau. Bei so einem Wettbewerbsfahrwerk, da zählt halt wirklich, das Auto muss gnadenlos schnell werden. Das heißt, es wird ja auch vorausgesetzt, dass du als Fahrer das bewegen kannst. Beim Straßengewindefahrwerk, wenn das ja jetzt jemand bewegt, am Limit, der kein Auto fahren kann, mal vorsichtig ausgedrückt, der legt sich ja damit böse auf den Bart. So, das heißt, du legst so ein Fahrwerks-Setup für die Straße immer so sicher aus, dass das Auto neutral schiebt. Also nicht übersteuert, sondern eher untersteuert. Oder über alle vier Räder gleichmäßig schiebt. Also wir schieben jetzt mit dem Rennfahrwerk quasi das Spagat immer weiter zusammen. Eigentlich halt komplett zusammen. Für einen Zweck perfekt ist. Genau. Außerhalb wird es halt schwierig. Richtig. Okay. Also doch kein Offroad-Parcours mehr mit dem Auto. Nee, also das ist jetzt wirklich Wettbewerbspaket und es wird vorausgesetzt, dass du, Marcel, ich, wer auch immer, mit dem Auto gnadenlos 100% fahren kannst, bewegen kannst und halt auch am Limit bewegen möchtest. Okay, so, um mal ein bisschen anzufangen. Ihr sagtet als allererstes Federwege.
Also erstmal gucken, wo das Rad überhaupt steht und so also, weiter. Also wir haben jetzt erstmal angefangen, ganz grob. Das würden wir dann gleich einblenden. Wir haben erstmal einen Vergleich bzw. eine Analyse der Reifendimensionen gemacht. Mhm. Heißt also einmal komplett original, Fiat, wie das Fahrzeug ausgeliefert wird, zu quasi Step 1 mit dem 205/40 17er Reifen, den du jetzt drauf hast. Und sogar halt, hattest du ja angedacht, noch eine andere Reifengröße zu fahren. Das heißt, den Unterschied einmal original zum Nankang, original zu dem, was du vorhast, und einmal den Unterschied zwischen dem Nankang und dem, was du vorhast. Und da haben wir halt schnell gesehen, wir sind mit der Reifengröße bzw. mit dem Paket 7x17 ET30 ohne Platten mit dem 205/40/17 schon relativ im Bauraum begrenzt, also deutlich limitiert. Breiter würde aus unserer Sicht eigentlich keinen Sinn mehr machen, weil du hast keinen Platz. Genau, also das Problem ist, das ist jetzt Felgengröße original, Reifengröße original. Ein Prestige ist um 8 mm quasi geringer, heißt die Felge kommt zur Originalfelge 8 mm weiter raus. Was so funktioniert, würdest du jetzt aber einen dickeren Reifen hier drauf fahren, wie ich möchte so sagen, den 215. Ja, wir müssen erstmal die Theorien durchgehen, bevor wir zum Ergebnis kommen. Was wäre denn... Angenommen, es wäre kein Auto drumherum, wir hätten nur ein Chassis und würden maximal schnell sein wollen. Wie würden wir denn bei unserem Frontantrieb Auto die Reifen auslegen? Also idealerweise natürlich gucken wir, wie viel Reifen haben wir auf der Felge bei der 17 Zoll. Da sind wir ganz schnell eigentlich zum Ergebnis gekommen. Wenn die Thematik mit Leistung und Bremse nicht wäre, würden wir dir empfehlen, eine 16 Zoll zu fahren mit mehr Reifen. Ja, ja. Du hast einfach viel mehr Flanke, viel mehr arbeitende Fläche, also viel mehr was absorbieren kann. Das heißt, sprich, wir können sogar wahrscheinlich ein bisschen breiter werden, bauen also mehr Grip auf, mehr Performance auf. Also du hast natürlich auch weniger Gewicht beim 16 Zoll, kommt auch noch dabei, je nachdem welche Felge du nimmst. Kleinere Felge, dickere Reifen, gleicher Umfang. Richtig, genau. Macht in den meisten Fällen gerade auch bei dem Sinn. Nur das Problem hier ist halt, du willst Leistung fahren und dann bist du irgendwann mit der Bremse am Ende und kriegst keine Bremse drunter. Genau, also wir haben immer noch hier vorne die Serienbremse drauf, ne? Die hat 280 Piepmillimeter, 284 glaube ich. Und wie du siehst, ist das 17 Zoll. Ist jetzt hier schon nicht so viel Platz. Ne? Ja. So, das heißt, wenn man jetzt hier eine 16 Zoll reinmachen würde, kommst du vielleicht, ich glaube, Maximum 16 Zoll sind irgendwie 305er, 312er Scheiben so in den Dreh. Viel mehr geht unter eine 16 Zoll einfach nicht runter. Ja. So, das würde ich gerne umgehen, weil ich weiß ja, dass das Ding irgendwann mal ein bisschen Leistung bekommen wird. Bisschen. Das heißt, der wird auch irgendwann mal schneller sein und dann kommt man mit diesen 300er Bremsen einfach auf manchen Strecken am Limit. Deswegen würde ich mir die Baustelle gerne nicht direkt ins Haus holen und gerne bei 17 Zoll bleiben. Ja. Okay, so. Auf jeden Fall haben wir dann halt gesehen, anhand der Reifendimensionsanalyse, dass wir mit dem Reifen, den du drauf hast, also wie gesagt, wir blenden es dann ein, wir haben einmal original Fiat, wie das Auto bestückt ist, mit Unterschied zum jetzt, den du drauf hast. Da sehen wir haben eine Änderung der Bodenfreiheit 0. Wir haben auch eine Geschwindigkeitsabgleichung von 0, weil Reifendimensionen bleiben ja alle gleich. Das Gleiche. Genau, das heißt, die Felge kommt einfach nur ein Stück weiter raus, wegen der geringen Einpresstiefe von 8 mm. Thema erledigt, passt. So, und dann haben wir mal den Step gerechnet mit der Reifengröße, den du gerne hättest im Vergleich zur Serie. Jetzt muss man sagen, Serie 245/17. Genau. Traum wäre 215/45/17. Das Richtig. Heißt, Reifen ein bisschen... Ein bisschen breiter und ein bisschen höher. Genau, okay, um uns genau in Zahlen darzustellen, haben wir eine Bodenfreiheitsänderung von plus 1,5 cm, die das Auto einfach nur durch die anderen Reifen höher kommt. Dann haben wir eine Geschwindigkeitsabweichung von minus 4,7%, heißt also, du fährst 100, Tacho zeigt aber nur 95,3 km/h an. Das müsste also auch angepasst werden. Ja, Abrollumfang ändert sich gerundet, also es ist zwar ein plus Wert, aber ist eigentlich Negativwert um gerundet 5%. Heißt also, wir sehen schon am Diagramm, das grüne Feld ist der Originalreifen und das gelbe würde quasi dann der 215/45 sein. Wir werden also deutlich breiter, höher und das ganze Paket. Interessant wird jetzt aber der Unterschied zwischen dem zu dem geplanten 215. Und da sieht man ganz klar, der Unterschied ist halt extrem. Gerade was die Platzverhältnisse nach oben angeht. Ja, klar. Ja, und wenn wir den gleich einfedern und das zeigen, werden wir sehen, dass wir jetzt schon keinen Platz mehr haben. Das heißt, bauen wir den 215/45 drauf, sind wir am Ende. Das heißt, es wird überall anlegen, schleifen. Wir werden die Einfederwege nicht hinbekommen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt trotzdem einmal kurz den Reifen zeigen, weil ich habe den nämlich schon besorgt. Das ist die Pelle, die gerade drauf ist.
Ja, und ich bin halt so ein Michelin-Fan und hätte halt liebend gerne diesen Cup 2 darauf gemacht, ne? Ja. Der funktioniert mit Sicherheit. Oh, genau, den habe ich nämlich auf dem X-Bo vorne hinten drauf. Ne? Ja. Das fährt so brutal geil. Selbst bei dem Nankang habe ich gemerkt, nach ein paar Runden heißt jetzt so 10 Runden, da mag auch mit Sicherheit noch ein bisschen Luftdruck und so weiter reinspielen, dass der schon relativ wieder schnell angefangen hat zu schmieren auf der Vorderachse. Und beim X-Bo, klar ist das leichtere Auto auch, kannst du wirklich Runde für Runde mit dem Reifen fahren. Und da kann was. Und man merkt auch so, ich finde so. Der hat halt eine richtige Flanke. Ne? Also du merkst halt auch die. Flanke ist deutlich höher, breiter, also dass der Reifen, also die Dimension wird mit Sicherheit mehr tragen können. Ob das jetzt im Endeffekt wirklich schneller oder besser ist, muss man ausfahren. Würdest du sagen, Marcel, dass ich mit dem Reifen schneller wäre, wenn wir ihn aufs Auto bekommen würden? Ich denke ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen halt nur das Fahrwerk dementsprechend etwas ändern, weil jetzt durch den hohen Reifen das Auto ja mehr arbeitet. Mhm. Das heißt, ich würde dann zum Beispiel mit einem höheren Reifen eine etwas andere Federrate und eine Dämpfkraft Anpassung machen. Aber grundsätzlich ist der Reifen super. Das heißt, mit dem Reifen würde dementsprechend das Fahrwerk härter werden? Nee, weil weicher. Die Flanke mehr arbeitet? Weicher. Weicher, okay. Die Flanke, man sieht es ja hier auch schon, die ist ja sehr weich. Mhm. Das heißt, das Auto arbeitet ja in dem Reifen schon mehr als in einem Reifen. Ich sag mal, ich kenne jetzt den Reifen nicht ohne Felge, aber die fühlt sich halt deutlich härter an. Das heißt, das Auto würde hier drüber deutlich weicher sein wie mit dem Reifen. Man muss natürlich auch wieder aufpassen, wenn man das Fahrwerk zu hart macht und der Reifen zu viel Druck kriegt über das Fahrwerk. Das heißt, ich sag mal, im Motorsport sagt man immer, man stresst dann den Reifen. Wenn man permanent Druck auf dem Reifen hat, dann gehen natürlich die Temperaturen hoch und irgendwann baut der Reifen je schneller dann auch ab. Also das ist der Nachteil, muss man aufpassen. Nicht so einfach. Genau, du musst das Spagat finden, dass du den Reifen nicht überfährst, nicht kaputt fährst. Und dass das Fahrwerk halt dazu harmoniert. Okay, also haben wir aber gerade gelernt, weicherer Reifen von der Flanke her, weicheres Fahrwerk. Das heißt, wenn ich irgendwann mal auf einen Vollslick gehen würde, wo die Flanke ja nochmal härter ist, die ist ja meistens bei diesen Vollslicks... Die ist im Normalfall härter, ja. Müsste das Fahrwerk dementsprechend noch härter. Wenn es dann so kommt und der Slick... man kann solche Fragen nicht pauschal beantworten. Nein, aber so... Wenn man jetzt wirklich hergeht und so einen Reifen auf der Strecke testet, dann sieht man ja, wo geht der Luftdruck hin. Wie verhält sich die Flanke, wie verhält sich das Auto, schiebt der Untersteuer, also untersteuern, übersteuern und so weiter. Dann sieht man an dem Reifenbild ja, wo muss man hin. Das heißt, wir müssen ja auch die Spur, den Sturz, den Nachlauf und das alles mit im Auge behalten. Wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen die Feder jetzt 20 Newton härter, den Dämpfer 3 Licks weicher und dann funktioniert das wieder. Das muss man einfach wirklich dann rausfahren. Okay, das heißt, wir brauchen eine Teststrecke, ihr beiden müsst Zeit haben, wir brauchen jede Menge Equipment und müssen das Ganze am Ende einfach fahren. Ja. Also wenn du es wie ein Skalpell eingestellt haben möchtest, dass das Ding perfekt funktioniert, dann brauchen wir da Zeit für, müssen ihn abstimmen. Okay, so jetzt fällt mir eine Sache gerade ein, bevor wir wieder zu spät in dem Video sind. An der Stelle erstmal nochmal vielen Dank an H&R, dass ihr die für unser Gewinnspiel die Federn bereitgestellt habt. Gerne. Zwei Sätze sind ja quasi schon verlost. Mhm. Also es fahren jetzt zwei weitere tiefer gelegte Fahrzeuge durch Deutschland. Ja, sehr schön. Hoffentlich. Super. Natürlich gibt es in diesem Video auch wieder ein Gewinnspiel für, beziehungsweise etwas zu gewinnen für denjenigen mit den meisten Likes auf seinen Kommentar. Die erstmal so ein bisschen gelesen. Die Kommentare sind teilweise echt witzig, was ja, die Leute sich so einfallen lassen. Super. Was hältst du davon, dass wir in diesem Video als Beispiel vielleicht von euch mal einen Stabilisator verlosen? Gerne. Ich meine, mittlerweile ist euer Stabilisatorprogramm ja so groß, dass ihr selbst da fast für jedes Auto was habt. Ja, also ich sag mal, für das gängigste Automobil auf jeden Fall. Jetzt irgendwelche japanischen Exoten müssen wir dann schauen, aber grundsätzlich für alle deutschen gängigen Fahrzeuge. Dann weil, das genau, das heißt, der Kommentar hier mit den meisten Likes in einer Woche kriegt von euch ein Stabi. Ja. Ich finde auch, dass man verhältnismäßig fast den Einbau vom Stabi krasser merkt als von den Federn. Ja. Also optisch sieht man natürlich die Federn sofort immer. Ne? Erinnere dich an unsere ersten Videos. Ich sage ja immer wieder, wenn man die Gelegenheit und die Chance hat, in ein Originalauto ohne Fahrwerk, ohne Räder, ohne gar nichts, nur einen Stabi einbauen kann und nur mit Stabi fährt und dann erst mit dem Fahrwerk fährt, man merkt den Unterschied extrem. Siehe auch, war ja bei René in dem Golf auch so. Ja. Als der dann die Stabis eingebaut hat, dachte er auch, wäre komplett anderes. Genau. Komplett anderes Auto. So, okay, wir schweifen schon wieder leicht ab. Okay, das heißt praktisch würden wir eigentlich lieb gerne diese Pelle darauf machen. Wir werden jetzt aber gleich sehen, dass das Ganze zu Problemen führt. Also theoretisch würden wir den gerne drauf haben, praktisch kriegen wir ihn nicht drauf. Es sei denn, wir machen hier einmal mit der Flex schwupp und bauen da irgendwie so 5 cm Verbreiterung. Das
Das ist jetzt einmal maximal ausgefedert. Richtig, ohne Feder, also Stoßdämpfer ist drin. Federn sind jetzt mal demontiert, dass wir den noch maximal einfedern können. Mhm. Ohne dass das Auto von der Bühne geht. Der Ausfederweg ist auch übers Fahrwerk vorgegeben. Also wir levelieren erstmal das Auto. Also heißt, wir nehmen uns jetzt ein Maß, Kotflügelkante, Radmitte, gucken, wie wir das Auto im Niveau stehen haben wollen. Mhm. So, ja, Marcel hat jetzt einen Wert quasi vorgegeben. Vorne 315, hinten waren wir bei 305. Zwischen 310 und 315. Genau. Wobei ich sagen muss, der ist noch vom Ausfederweg zu viel. Mhm. Also den die werden nochmal geändert. Genau. Das heißt, es wird wirklich Dämpfer dann nochmal gekürzt, genau, dass das Rad einfach nicht so weit kann. Ich erinnere mich noch an die alten Mercedes-Zeiten, wo man einen Anschlag an der Achse hatte, dass das Rad nicht so weit raus könnte. Ja, genau. Auch beim alten Strich 8er weiß ich noch. Spanngurt. Genau, deswegen war auch immer so schwierig, Federn einzubauen, weil du nicht weit genug auseinander kommst. Das Problem ist halt, warum man diesen Ausfederweg nicht außer Acht lassen darf, um es ganz kurz zu erklären. Man sieht immer viele Fotos und Videos, wenn Autos auf irgendwelchen Rennstrecken abheben. Das sieht immer toll aus. Das Problem ist aber, ein Auto, was den Bodenkontakt verliert, wird instabil und unsicher, weil je nachdem, wie das Auto aufkommt, entweder das Auto kann versetzen, es können die schlimmsten Sachen passieren. Natürlich, klar, wenn du ein Profi-Rennfahrer da drauf hast, der wird das Auto irgendwie auch fangen können. Aber im Endeffekt ist ein Rad, was den Bodenkontakt verliert, unsicher und kostet Zeit. Heißt also, du musst immer den perfekten Ausfederweg finden, dass das Rad immer Bodenkontakt hat. Das Wichtige daran ist, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, klar, ist, wenn man an der Vorderachse zum Beispiel ein Auto nimmt mit extrem viel Weg, das ist mir selber auch schon passiert, wo dann die Spur und Sturz sich verändern. Mhm. Das heißt, der federt aus, ich kann jetzt nur von der Nordschleife sprechen, weil ich da die meisten Runden gedreht habe, der federt aus und in dem Moment ist die Spur aufgegangen. Das heißt, an der Sprungkuppe, in der Luft, beide Räder vorne hoch, ist die Spur auf und beim Landen stand die Spur noch auf und ist wieder dann schlagartig zu. Dann macht das Auto komische Bewegungen. Genau. Und da muss man halt auch das mit beobachten, in welcher Position, wann, wo die Antriebswellen, die Lenkung und so weiter stehen, damit man beim Ausfedern nicht auf einmal die Spur aufmacht oder zumacht. Und das ist, okay, das heißt zwei Sachen. Einmal, um den Zuschauern zu zeigen, wie ernst das hier wird. Wie viele Runden Nordschleife bist du ungefähr gefahren? Ich kann es nicht zählen. Ich würde so über den Daumen gepeilt. Ich fahre 21 Jahre, bin ich jetzt in der VLN. Das heißt, das geht eher so im Bereich 200 Runden, 1000 Runden? Geht auch mehr. Noch mehr? Ja, gut, er fährt ja VLN jede Saison und er fährt 24-Stunden-Rennen. Ich bin, glaube ich, 11 24-Stunden-Rennen gefahren. Ich bin jetzt 22 Jahre VLN gefahren, viele Testtage, Youngtimer. Jetzt am Abarth. Also wir haben schon ein paar Runden gedreht, ich kann sie wirklich nicht zählen. Ich okay, krass. Man muss auch die Rennen immer noch mit in Betracht ziehen, wo man mal ausgefallen ist. Im nächsten Video haben wir die Zahl. Auf jeden Fall extrem. Keine Ahnung. So, jetzt eine kleine Erklärung nochmal für den Zuschauer. Diese Spurveränderung beim Ausfedern ist einfach daran, dass geometrisch bedingt an der Achse, wenn sie ausfedert, sich die Räder einfach, wenn du das jetzt mal verstellen. Du federst ein und meistens ist es ja so, zum Beispiel bei einer Mehrlenker-Hinterachse, merkst du es, oder an der Vorderachse, beim Einfedern klappen ja die Räder ein mit dem Sturz. Gerade die alten BMWs. Wenn die einfedern hinten, klappt immer das Rad hinten an. So, wenn du jetzt aber ausfederst, je nachdem, wie das eingestellt ist, gehen die auf, zu, klappen in den positiven. Das heißt, das Auto macht wirklich komische Bewegungen, wenn du wieder einfederst. Jetzt auf unseren Abarth bezogen, Ausfederweg vorne, hinten gleich oder dann auch unterschiedlich? Wie gesagt, da teilen sich die Meinungen. Da werden jetzt wahrscheinlich jede Menge Leute zuhören und sagen, was der da redet, ist totaler Quatsch. Wie gesagt, ein Fronttriebler muss in meinen Augen hinten mitlenken, damit wir das Untersteuern wegkriegen. Weil ich glaube, es gibt kaum einen Fronttriebler, der nicht untersteuert. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen, aber wenig. Und wenn ich dem hinten so viel Ausfederweg gebe und das Rad permanent Druck hat, ist es halt schwierig, das Heck instabil zu kriegen. Mhm. Das heißt, wir kürzen den Ausfederweg so, dass man irgendwann ein leichtes Übersteuern reinbringt. Mhm. Man versucht es dahin zu kriegen. Deswegen sage ich halt, dieser Ausfederweg ist zu viel. Da haben wir so ein paar Erfahrungswerte, die wir dann halt nutzen, um das dann da einfließen zu lassen. Gegenüber dem Straßengewinde vorher auch weniger Ausfederweg dann? Weil da ist natürlich der Punkt, Straßenfahrwerk müssen wir laut TÜV 60 mm Ausfederweg haben. Gibt's eine Regel, genau, da gibt es halt Regeln. Es gibt einen Einfederweg, Einfederwegregel, Ausfederweg und so weiter, sonst kriegen wir die Fahrwerke nicht geprüft. Das heißt, wir wollen auch, wenn es komisch klingt, das Auto auf der Hinterachse instabil bekommen, genau, um es einfach auf der Vorderachse ein bisschen zu entlasten und hinten zu legen. Die Hinterachse ist ja das Problem bei dem Auto und wir wollen ja, dass die Hinterachse dir hilft, schneller zu werden.
und eine, ich sag mal, indirekt oder beziehungsweise eine Hinterachse, die ein bisschen instabiler ist, also mitlenkt, bringt dich auch schneller um die Kurve, wenn du das Auto unter Kontrolle hast. Das Auto hat ja eine gute Sperre. Wenn ich jetzt das Auto einlenke und er kommt ganz leicht hinten mit, da kann ja das Auto mit der Sperre, oder man zieht das Auto mit der Sperre wieder in die Kurve rein. So fährt man eigentlich relativ zügig mit dem Fronttrieber durch eine Kurve. Wenn ich ja keine Sperre habe und es dreht halt das innere Rad immer durch, dann kommt man ja nicht rein in die Kurve oder beziehungsweise nicht vernünftig raus aus der Kurve. Aber wenn ich das Fahrwerk schon so einstelle, dass ich auf der Bremse schon das Auto leicht hinten, also leicht zum Übersteuern bringen kann, so dass ich zum Kurvenmittelpunkt, zum Ausgang der Kurve schon das Untersteuern wegkriegen und die Sperre das Auto dann halt rausziehe. Das wäre eigentlich, sage ich mal, unsere Wunschvorstellung, dass wir damit hinkommen. Ob das so passiert, das sieht man dann hinterher. Aber okay, das heißt einmal festlegen Mittelpunkt, 310 mm ungefähr, genau. Und dann passend dazu Ausfederweg und halt dementsprechend bestimmen, ob Dämpfer lang genug oder nicht. Ja, und vor allem Einfederweg kontrollieren. Und dann kommt jetzt der Einfederweg. Wir müssen einen gewissen Wert haben, um zu gucken, heißt wir federn das Rad einmal komplett an und gucken, stehen wir überall an, haben wir Platz. Wie ist im Rennbetrieb, wenn die Achse sich noch nach links und rechts verschiebt, weil durch die Lastwechsel hast du ja die Achse Gummi gelagert. Das heißt, die wird ja auch noch einen gewissen Weg machen. Der Reifen macht einen gewissen Weg. Ne? Das heißt, du fährst jetzt in eine Linkskurve rein, der Reifen drückt sich ja automatisch nach links weg, weil die Belastung geht nach rechts außen. Das heißt, die Flanke haut nach links ab, hast du Platz überall. Diese ganzen Bewegungen müssen wir jetzt halt berücksichtigen und prüfen. Wie viel Einfederweg brauchen wir? Ja, es ist halt auch abhängig von der Strecke. Also ich habe jetzt mal sogar dadurch das Auto sehr leicht, das hinten habe ich jetzt dieses Auto mal vorhin mit so 30 bis 35 mm an der Hinterachse. Also wie gesagt, auf der Nordschleife würde ich jetzt ein bisschen mehr vielleicht fahren, aber man muss halt gucken, je nach Federrate, bei dem Gewicht von der Hinterachse federt das Auto ja auch nicht komplett so durch. Also das ist dann eher wahrscheinlich dann... Und Vorderachse mehr? Vorderachse mehr. Ja. Vorderachse haben wir das jetzt so festgelegt auf 45 mm. Abstandmaß 315 und haben dann 55 Ausfederweg. Wie gesagt, ich wollte nicht noch mehr Ausfederweg geben, weil ich nicht genau weiß, wie sich jetzt die Geometrie der Achse verhält. Also wie geht die Spur, wo geht der Sturz hin. Und außerdem guckst du ja dann auch gleichzeitig dabei, was macht der Stabi, die Antriebswellen bei dem Ein- und Ausfedern. Kommen die irgendwo dran? Haben wir Kontakt oder haben wir noch überall Spiel und Luft? Okay, so, pass auf. Wir bringen das Ganze einfach mal in unsere Mittellage von 310 ungefähr. 315 hatte? Ja, so. Nee. Ticken runter. Ja, passt schon so. Ja. So, okay. Das ist jetzt unsere Niveaulage. So wird das Auto auf den eigenen Rädern stehen. Und jetzt brauchen wir 30 mm nach oben. 35 ungefähr. Ja. Also, ja. Das heißt, wir sind ungefähr bei 280. Ja. Ja. Die mal da. Okay. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Genau. So, und jetzt fängt das Problem dafür, an. Das ist ja eigentlich nur, also ich finde jetzt 30 mm Federweg doch vom Gefühl her nicht viel. Ist nicht viel, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, normalerweise müsstest du, wenn du jetzt hergehst, auf die Nordschleife fährst, würde ich jetzt sogar auf 40 gehen. Ja. Aber so, wenn wir jetzt halt den Reifen mit dem geplanten 215-45 vergleichen, haben wir halt einfach einen Wert, wo wir sehen, dass wir hier absolut grenzwertig schon sind, wahrscheinlich sogar oben schon Platz schaffen müssen, ja, hier überall auf jeden dass Fall. Wir den 215er Reifen, ich meine, man sieht es ja auch an dem Diagramm, ne, der baut ja auch anders auf. Also grün ist jetzt, was wir haben und gelb würde es werden. Ihr seht das, das kann nicht funktionieren, es sei denn, man setzt wirklich eine Flex an und schneidet hier grob alles oder frei. Oder wir müssten halt mit dem Rad wieder reingehen. Dann müssen wir halt auch gucken, wie sieht es halt innen aus. Ne? So, und innen sehe ich, fühle ich hier, ist auch nicht viel Platz. Also ich habe gerade so anderthalb, zwei Finger hier an der einen Stelle. So, und das ist halt okay, das heißt, für jetzt gerade, weil wir noch den Step nicht gehen wollen, das Ding zu zerschnippeln und breit zu machen, müssen wir auf 245 leider bleiben. Aber cooler wäre theoretisch schon hier so großschneiden und so ein das paar breite Slicks rein. Du, wir bauen dir das. Du ja, musst halt flexen. Erstmal. Aber ich wollte gerade sagen, mit dem 205er Reifen, das wird ja auch schon gut fahren. Und so sind wir ja halt noch mit einer Serienkarosse. Das heißt, so kann man sich das ja auch noch vorstellen, dass sich das jeder baut. Ne? Weil eben eine Karosse zu zerschneiden ist halt auch so. Der Anschlag wird in dem Fall einfach über einen Federwegsbegrenzer auf der Kolbenstange gemacht. Genau. Also die einfache Variante, das dann. Ja, wobei du kannst natürlich je nachdem auch die Dämpfwege im Stoßdämpfer beeinflussen. Also das können wir
in Form von der Kolbenstangenänderung und so weiter, der, alles. Der Ausfederweg wird halt in dem Dämpfer geändert, genau, durch eine Änderung der Kolbenstange. Genau. Der Einfederweg wäre jetzt in dem Fall gut, das ist eigentlich recht gut ausgelegt, sonst hätten wir die Gehäuse kürzen müssen. Genau, wenn das Gehäuse zu lang ist, kann man halt. Aber so war das jetzt recht gut. Jetzt müssen wir noch eine Änderung zeigen hier, wo wir gerade hinten sind. Original, erinnert euch ja an die ersten Videos, ist ja das bei dem Auto so, dass hier die Feder dazwischen sitzt. Das heißt, wir haben Dämpfer und Feder sind in dem Fall getrennt. Wir holen das mal hin. Hier liegt die Feder drin und davor ist der Dämpfer. So, jetzt habt ihr euch überlegt. Wir bauen federtragenden Stoßdämpfer. Das Ganze geht cooler. Genau. Und wir machen die Feder direkt auf den Stoßdämpfer. Genau, so können wir natürlich auch ganz andere Raten fahren. Wir haben also ganz andere Übersetzungen. Im Endeffekt auch wegen dem Platzverhältnis mussten wir auf 50er Rennfedersystem gehen mit Aluminiumstoßdämpfer. Also man sieht es hier ganz gut. Ja. So ist es halt Serie. Ja, das heißt also an der Stelle, wo jetzt hier quasi der Original, also der federtragende Rennstoßdämpfer von uns ist, jetzt wäre nur der Stoßdämpfer und die Feder würde halt hier innen in dieser Pfanne liegen. So, das heißt, wir haben natürlich auch eine ganz andere Übersetzung. Also man muss sich das vorstellen, das ist das Unterteil. Die Feder liegt halt genau hier zwischen, also wo ich jetzt hier so die Hand halte. So, ne? Hier sitzt die Feder, komplett geführt hier in dieser Karosserie-Dorn, nenne ich es jetzt einfach mal Zapfen. Da sitzt die Feder drin, hier der Stoßdämpfer an der Stelle. Hat man natürlich auch ganz andere Übersetzung. Und Marcel und unsere Kollegen aus der Rennsportabteilung haben sich halt überlegt, weißt du was, wir haben Platz für ein 50er Rennfedersystem. Da bauen wir was Geiles mit einem leichten Aludämpfer mit Verstellung. Kann ich vollkommen verstehen, weil sieht auch irgendwie geil aus. Auf jeden Fall. Man muss natürlich dabei sagen, wenn das Auto jetzt schwerer wäre, würde das natürlich auch immer heißen, hier kommt mehr Druck auf die Schraube. Mhm. Das heißt, bei dem leichten Auto kann man sagen, okay, das hält. Aber weil man hat ja jetzt automatisch die Druck Federkraft, den Anschlagpuffer und den Dämpfer auf einer Schraube. Mhm. Und das ist halt immer so eine Sache, das muss man sich so ein bisschen dann ausrechnen, ob das dann auch hält. Das heißt, ja, die meisten, das heißt, könnte passieren, dass der Aufnahmepunkt gar nicht steif genug ist. Genau. Wenn das jetzt eine S-Klasse wäre, würden wir das jetzt nicht machen. Also bei den Trackdays zum Beispiel oder die ganzen Trackfahrer, die BMWs jetzt als Beispiel, die bauen auch gerne auf federtragende Stoßdämpfung, gerade E46, E36. Da ist aber das Problem, die müssen oben die Dome verstärken, weil der ganze Druckpunkt verändert sich komplett auf den Dom, wobei eigentlich der Federdruck ja mittig auf der Achse hängt. Mhm. Heißt also, die versteifen alle oben die Dome, dass das da nicht wegreißt. Ah, weil auch die Kraft jetzt quasi. Weil die ganze Kraft kommt dann konzentriert oben auf den Dom, da gibt es dann so Einschweißplatten. Bei dem muss es jetzt nicht sein, ja, Gott sei Dank, aber das kann man halt auch versteifen. Das, wie ich schon gesagt habe, das ist immer gewichtsabhängig. So ein BMW genau. Mit der Achse hinten und Differential und so weiter, kommt natürlich auch ganz anderer Druck drauf. Mhm. Wenn der Feder aber hat. Wir haben halt hier wirklich kein Gewicht. So, das gleiche vorne da auch. Logischerweise. Genau. So. 15. Wie viel Ausfederweg macht die vorne ungefähr? 55 mm. 55, 2 cm mehr ungefähr. Ja, vorne ist halt die Traktion wichtig. Einen Ticken müsstest du noch? Minimal. Mhm. Genau. 55 Ausfeder, sieht man mal, wie weit das Rad eigentlich ausfedern kann vorne. Ne? Weil das ist ja schon ein bisschen. Und ein Federweg vorne? Wie viel brauchen wir? Da haben wir jetzt sind 45 mm gegangen. Wobei ich jetzt sagen muss, da müssen wir ein bisschen noch, man drückt jetzt mit dem Anschlagpuffer natürlich das Auto auch hoch. So, ja, das sind schon viele. Der Federwegbegrenzer macht ja jetzt auch noch Weg und ich würde den jetzt hochdrücken. Also von daher. Jetzt hier natürlich, du denkst jetzt, okay, das haut hin. Das Problem ist, Milsterberg, Mausefalle. Ja. Du kommst unten total angeflogen, lenkst links ein und das Rad rechts federt maximal ein. Mhm. So, dann weißt du, was hier platztechnisch dann. Ja. Thema ist. Ne? Das heißt, im schlimmsten Fall rasieren wir uns komplett den Kotflügel beiseite. Das erinnert mich von der Optik her so ein bisschen an so Zeiten so vor 5 bis 8 Jahren. Ja. Wo wir so ein Ding so auf die Straße gestellt, ne? Da wären wir so losgefahren. Ja klar, dann fanden wir das auch gut. Aber das hat ja keine Rennstrecke gefahren. Nee. Kein Meter. Fahrdynamisch, technisch ist das halt natürlich klar. Das sieht klar, so witzig aus, aber... Solange das Rad gerade stehen würde, würde es wahrscheinlich gehen, ne? Ja. Lenkst du halt hier ein bisschen ein, mit dem dicken Reifen drauf, wäre das auch wieder Baustelle. Ja, ja, dann ist hier alles weg. So, und hier ist halt auch wieder das Problem, diese 8 mm, die das Rad weiter raussteht, hat ja einen Sinn. Mhm. Das ist halt einfach, weil noch hier halt einfach, übertrieben gesagt, keine Bremse drauf ist. Ne? Genau. Wenn hier erstmal so ein Vierkolbensattel drauf ist. Ja, wobei eigentlich sogar von der Scheibe bis zum Felgen
hast du ja Platz. Ne? Also wenn du mal überlegst, mit der Felge, ja. Wenn wir jetzt mal gucken, du hast 6 cm im Endeffekt Platz nach außen für so ein 4-Kolben-Fest, also Brembo irgendwas oder so. Davon gehen ja alleine schon, ich sag jetzt mal, 20 mm für den Bremsbelag drauf. Ne? Und dann bleiben halt. Ja, gut, beim Festsattel hast du ja den äußeren Punkt immer feststehend. Ja, klar. Ne? Nee, keine Frage. So, das ist 6 cm und ich glaube jetzt nicht, dass ein. Doch, wie gesagt, guck mal, Bremsbelag so, und dann bleibt nur noch so viel für Kolben, also 60. Das ist schon extra. Das ist von OZ wirklich schon genau so gemacht, die Felge für dieses Auto. Ja. Weil man mit der Brembo, mit dem Bremsesattel, es gab die ja mit Brembo, da relativ bei vielen Felgen Probleme hat. Und das passt halt genauso drunter. Und deswegen würde ich das auch gerne so lassen, weil ich weiß, es wird der Tag kommen, Bilzer Berg, muss man nicht viel bremsen. Plus noch relativ wenig Leistung. Jetzt stellen wir vor, das Ding hat, keine Ahnung, 300 PS und man fährt irgendwie mal Nordschleife oder irgendeinen Grand Prix Kurs oder so. Davon dann trittst du dreimal rein, dann ist vorbei. Genau, das kannst du dann halt vergessen. Ne? So, okay. Das heißt hier genauso Federwegsbegrenzer und Länge vom Dämpfer. Ja, genau. Jetzt müssen wir euch unbedingt einmal die Dämpfer zeigen. Wir gehen rüber. So, sehe ich. Also optisch bin ich auf jeden Fall komplett bei euch. Kannst du denn mal, hast du die Übersetzung mal nachgerechnet? Beziehungsweise von Original mit Dämpferfeder getrennt zum Federtragen und Schussdämpfer? Nee, habe ich nicht. Die könnten wir mal nachrechnen und fürs zweite Video dann euch mal genau darstellen, was wir für eine Übersetzungsänderung an der Hinterachse jetzt durch den Federtragen und Schussdämpfer. Dadurch, dass jetzt die Feder hier sitzt und übertrieben gesagt nicht mehr da sitzt. Du hast einen anderen Hebel. Hebel das ein bisschen anders. Genau. Okay, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, man nimmt die gleiche Federrate wie von der anderen Feder? Nein, nein. Überhaupt nicht. Und genau wie auch 1 cm hier drehen und du hast 1 cm tiefer oder höher. Und was natürlich auch viel krasser, also viel einfacher ist, das sind jetzt, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, universelle Feder, ne? Wo ihr wahrscheinlich ein riesen Portfolio von habt. Ne? Und das, da wäre jede Federratsänderung wäre ja wieder eine komplett eigene Feder. Genau, also wir haben ein riesengroßes Rennfedersortiment, also passen wirklich für unterschiedlichste Fahrwerksanwendungen in unterschiedlichsten Längen, Durchmessern und Federraten. Das wäre jetzt zum Beispiel ein 50er Rennfedersystem, also 50 mm innen. Die wird gerne verwendet bei Fahrzeugen, wo platztechnisch leider nicht viel Raum ist. Heißt also, gerade wie hier, man hat kaum Platz, man muss mit der Feder so dünn wie möglich werden. Dann nimmt man gerne 50. Da unser 60 mm Rennfedersystem, das ist natürlich bekannt und wird auch flächendeckend in diversen Fahrwerken und auch anderen Herstellern verwendet. Da haben wir wirklich ein Riesenportfolio. Bieten auch mittlerweile unser hochfestes Material an. Also wir haben hochfesten Federstahldraht für die Rennfedern mit einer Kraft von über 2000 Newton pro Millimeter. Und da haben wir auch unterschiedlichste Anwendungen, leichter vor allem das Ganze und können halt auch diverse Abstimmungen da generieren. Ne? Man sieht hier schon, dass es gegenüber dem Seriendämpfer vom Ausfederweg her schon ein bisschen weniger ist. Ne? Und das wird jetzt nochmal weniger, weil das nochmal anpasst das wieder. Das wird um knapp 4 cm nochmal weniger. Wow, okay. Krass. Ja, Gewicht ist natürlich... Vor allem hier ist auch wichtig, man sieht jetzt hier, die Augen sind natürlich Uniball gelagert. Ja. Heißt also, wir haben jetzt hier keine Gummimetallverbindung wie hier. Heißt also, das sind natürlich auch immer noch Faktoren, was mitschwingt, mitarbeitet, nachgeben kann und so weiter. Hier ist starr. Mhm. Heißt also, hier macht der Stoßdämpfer keine Bewegung mehr im Gegensatz zu diesem. Und jetzt fällt mir auch gerade noch ein, wir haben überhaupt jetzt endlich eine Höhenverstellung hin. Vorher war ja Feder einfach nur drin, ohne Höhenverstellung. Platztechnisch ging es bei dem Auto nicht. Ja. Ne, das heißt, du kriegst in dem geringen Raum keine Höhenverstellung unter, weil du hast natürlich auch oben einen extremen Durchmesser, wie man das hier sehen kann. Das heißt, du brauchst ja auch Bauraum, entsprechend müsste die Feder ausfallen. Jetzt haben wir auch eine Höhenverstellung. So, jetzt hatten wir in einem, ich glaube in einem Video damals von Marius, hatten wir diesen Aufbau und so ja alles schon mal erklärt. Dann machen wir mal eine Infokarte kurz so rein. Hier können wir wieder Druckstufe und Zugstufe kombiniert verstellen. Genau. Das heißt für mich als Laien, ich kann halt einfach das gesamte härter oder weicher machen. Genau. Das hat Vor- und Nachteile. Also wenn man mit einem vierfach verstellbaren Fahrwerk ein Fahrwerk abstimmen will, denke ich mal, können das vielleicht 10%. Die restlichen drehen an irgendwelchen Knöpfen rum und wissen eigentlich gar nicht, was sie machen. Also wenn wir ein Fahrwerk... Spüren es auch gar nicht. Genau, wenn man ein Fahrwerk... Du verstellst alles mit. Ja. Ein Klick hier ist das ganze Auto komplett. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben damals ein Honda-Fahrwerk bekommen mit vierfach verstellbar und sind dann losgefahren nach Zolder. Relativ unerfahren und alle waren stolz. Wir konnten dann allen ein Rädchen rumdrehen und dann hat irgendeiner wirklich mal nach links, nach rechts gedreht.
Nach 4 Runden hatten wir da über 100 Grad Reifentemperatur und die Reifen waren in 4, 5 Runden kaputt. Mhm. Wir haben uns alle gefragt, wie das sein kann. Da haben wir den Dämpfer so brutal hart gedreht, dass eigentlich fast gar keine Bewegung mehr in dem Auto war. Verstehe. Das fühlte sich im ersten Moment in der Lenkung alles super toll an, aber das Ergebnis war... Du musst das natürlich so konstruieren, dass jeder damit umgehen kann. Mhm. Natürlich hat ein 4-8-fach verstellbares Fahrwerk auch irgendwo seine Vorteile, wenn aber auch jemand damit wirklich umgehen kann. Aber ich sag mal wirklich, die Masse, der Autofahrer, der Tuner, der Trackfahrer, kann das nicht. Es gibt nur wenige Firmen, die das wirklich können, damit umgehen können, das einstellen können. Das kostet auch natürlich alles exorbitant viel Geld. Hätt also mit einem 8-fach verstellbaren Fahrwerk fährt man nicht mal eben zum Point S an der Ecke und macht für 80 Euro eine Achsvermessung. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das wird schwer. Da wird ja auch noch dazu kommen, das funktioniert dann mit einem niegelnagelneuen Reifen wahrscheinlich in dem Moment perfekt. Ne? Ja, ja. Dann fährst du ein paar Runden mit, der Reifen ist ein bisschen weiter runter und eigentlich fängst du wieder von vorne an. Ne? Das hier ist eine Lösung für Otto-Normalverbraucher, für Fahrer, die auch schnell mit ihren Autos fahren wollen können, wo man auch wirklich selber noch was machen kann und das System noch versteht. Alles darüber hinaus ist so komplex, dass das mit Sicherheit auch seine Vorteile hat, aber natürlich auch was die Einstellungskosten, Abstimmungskosten, Zeit, ja. Das Wissen, du brauchst ein Know-how, das haben die meisten einfach ja. nicht. Und das sagt sogar Marcel. Also wir haben immer mit solchen Dämpfern gefahren und ich sag mal, von der Statistik her, von Klassensiegen her, liegen wir echt gut. Also von daher kann ich ganz beruhigt sagen, mit diesem Fahrwerk haben wir. Um das andere nicht schlecht zu reden, ne? Also ja. nicht bitte falsch verstehen, klar. Natürlich. Bauen die auch mit Sicherheit super schöne Sachen, aber die Frage ist halt wirklich, wer kann damit umgehen, kann damit einer umgehen oder brauchst du das überhaupt? Ja, und du musst dann halt wirklich akribische Analyse betreiben. Extrem, das ist nicht so irgendwie... Zettel führen, was verstelle ich und so weiter. Das ist ja grundsätzlich auch so, man fährt ja nicht einfach irgendwo hin und dreht ein bisschen am Rädchen hin und macht mal einen neuen Reifen drauf und fährt schnell und macht alles gut. Man muss wirklich, also aus meiner Erfahrung, man muss einfach einen Ingenieur mit einer Strecke haben, der das alles umsetzt, der genau weiß, was er tut. Und die ganzen Veränderungen, und da reden wir von Veränderungen, die wirklich in dem Mühbereich sind, die dann unterm Strich am Tag eigentlich entscheiden, ob man vorne ist oder nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass man hergeht, sich da reinsetzt und sagt, okay, wir sind... Hier geht es halt wirklich nur um Otto-Normal-Verbraucher und Trackday-Fahrer. Kein Rennteam, kein 24-Stunden-Rennteam oder sowas in der Art. Da habe ich eine Frage zu. Merke ich eigentlich, dass so ein Fahrwerk, wenn es jetzt draußen kalt ist, härter ist, weil das Öl dicker ist? Oder kommt der relativ schnell beim Arbeiten auf Betriebstemperatur und hat immer die gleiche Temperatur da drin? Du hast eine extrem hohe Reibung da drin. Das heißt, der kommt schnell auf Temperatur. Das heißt, wenn du eine, also du musst schon so ein sensibles Popometer haben, dass du in den ersten 10 Kilometer merkst, dass da das Fahrwerk jetzt irgendwie ein bisschen härter ist, da kommen wir nicht hin. Also wir haben mal einen Stoßdämpfer, weil ich das auch gemeint habe zu merken am Anfang. Wir haben den Stoßdämpfer wirklich mal so lange auf der Maschine gefahren, bis er wirklich kurz vorm Kochen war. Ja. Das ist so minimal, dass man wirklich fast von Toleranzen spricht. Okay, also, krass. Das ist wirklich minimal. Man merkt wahrscheinlich dann eher die anderen Komponenten drumherum, die dann anders funktionieren. Also das ist jetzt okay. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir beide am Bilzerberg dann ein bisschen da rumdrehen werden. Ja. Marcel uns dabei aber hilft. Und das ganze Abstehen. Dem dürfen wir das gar nicht erzählen, weil der wird sagen, wenn wir beiden anfangen, da rumzudrehen, gibt das wieder Ärger. Also ich gucke mir das erstmal alles an. Da gibt es aber eine richtig witzige Anekdote eigentlich auch, die du mal erzählen müsstest mit dem Kunden. Da kam auch einer, ich mache das mal ganz kurz, Kunde kommt, sagt, Fahrwerk ist nicht richtig eingestellt, muss verstellt werden, bei ihm an der Rennstrecke. Marcel natürlich, klar, Service, ich helfe dir mal, komm mal eben schnell, war auch privat da. Auto in die Box gefahren, der Kunde ist irgendwie Kaffee trinken gegangen, Kunde kommt wieder, Marcel gefühlt natürlich das Auto überprüft, gemacht, fährt gut. Kunde kommt wieder, Marcel, jo, ist alles eingestellt, Kunde fährt super eingestellt, Auto fährt klasse. Was hat Marcel gemacht? Gar nichts. Gar nichts, das ist natürlich auch viel Kopfsache. Fürs Gewissen, Das ist einfach, Ich habe das gerade beim letzten Event mit Marius gemacht, der hat die Gänge nicht reinbekommen. Ja. Das war so eine Kopfsache, dass er vorher schon sagte, ich krieg diese scheiß Dinge nicht rein. Hab ihm gesagt, ich habe die Unterbrechung länger gemacht, hab sie aber nicht länger gemacht. Und dann ging's. Ja, und dann du blockierst dich einfach selber. Das ist, der Mensch ist da irgendwie komisch. Okay, eine kurze Erklärung noch. Ich weiß nicht, ob das gerade rübergekommen war. Oben, unten Uniball drin. Einfach aus dem Aspekt, dass man wirklich jegliche Dämpfung,
wirklich in dem Dämpfer haben will, ja, du hast und halt nicht in den Lagern haben will. Richtig. Also wir wollen die Dämpfung und die Feder direkt übertragen auf die Karosserie. Ja. Deswegen, du hast halt nur 1:1 übertragen. Ne? Man verliert in dem Gummi mindestens mal 5-6 mm von der Kraft, die eigentlich... Das Gleiche ist, was du mit den starren Lagern ja bei deinen ganzen Achsen und Querlenker machen kannst. Du hast halt immer in einer Achse Bewegung in diesen Gummimetallverbindungen. Ne? Man sieht das hier ganz toll. Ich meine, für Komfort und Straße musst du es haben. Das Auto muss ja arbeiten. Klappert nichts und so. Richtig, das ist halt immer halt auch eine starre Verbindung. Ist halt auch immer Gefahr dahin, wie starr das Auto ist, dass es halt auch Geräusche machen kann. Das ist halt immer für maximal Komfort. Das fährt schön, das macht keine Geräusche. Aber wenn du so eine ganze Achse zum Beispiel in Uniball lagerst, es wird alles starr. Du hast 1:1 Übertragung. Das heißt, die Achse arbeitet nicht mehr und sowas. Und das macht es halt aus. So, das ist der vordere Dämpfer, der ist leider wegen der Stoßdämpferanbindung aus Stahl und nicht aus Alu. Genau. Aber auch hier wieder genauso schön verstellbar. Bei Marius haben wir übrigens schon ein bisschen rumgedreht. Ja. Und? Auf einer halben Meile haben wir nur hinten ein bisschen verändert. Okay. Um mal so ein bisschen zu gucken, wie das mit Traktion ist. Habt ihr den weicher oder härter gemacht? Wir haben ihn hinten härter gemacht. Genau. Weniger einfedert. Weniger einfedert, das heißt mehr versucht. Grip aber wirklich nur so ein Klick. Mal gucken, ob Marius irgendwas gesagt hat und so weiter. Aber das müssen wir auch intensiver nochmal ein bisschen. Ja, beim Viertelmeile ist ja so, du musst ja das Heck schon irgendwo starr halten, aber auch nicht zu starr, dass ja der Grip an der Vorderachse nicht abreißt. So, das heißt, das sieht relativ ähnlich aus wie die alten Dämpfer. Relativ. Allerdings habt ihr nochmal schnell ein paar geile Domlager oben gebaut. Die sind jetzt auch Uniball. Genau. Und das Coole ist, die sind am Ende in der Karosse verstellbar. Das heißt, wir können jetzt auch Sturz über das Lager reinholen. Genau. Indem wir das einfach in der Karosse hin und her schieben. Genau. Und hier von unten, da fehlt jetzt noch eine Feder dazwischen, wir können es auch kurz abbauen. Ja, jetzt hält es fest. Da sieht man schön das Uniball-Lager. Das fehlt jetzt das. Genau. Hier hat das cool. Frästeil. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Ja. Das ist die Lenkkraft. Das ist unser Nadellager. Heißt also, hier hast du noch eine Bewegung drin, was quasi dann mögliche Störfaktoren wie Geräusche zum Beispiel minimiert und halt der Federteller kann hier halt auch noch mitdrehen und ist nicht starr. Immer bei euch? Jetzt mittlerweile ja. Sehe ich zum ersten Mal. Das haben wir vor 4-5 Jahren in die Serie einfließen lassen. Ist das bei unseren Golf-Fahrwerken auch so? Bei dem Golf 2, Golf 3 gibt es das noch nicht. Mhm. Da kommt es jetzt aber auch demnächst. Weil ich der Meinung bin, man merkt und hört das ein bisschen, sobald wir sind jetzt auf die Uniball-Lager gegangen. Ne? Ja, bei Uniball ist klar, das überträgt sich 1:1. Genau. So, und da hört man das ein bisschen, aber ist ja gleich. Mhm. So, das heißt, normalerweise soll das Ganze hier nicht arbeiten, weil es ja eigentlich in dem Uniball-Lager sich drehen aber soll. Aber hier hast du ja nur die Drehbewegung vom Lenken. Ne? Aber das dreht sich natürlich deutlich. Die Uniball-Lager neu sind ja auch noch sehr stramm. Ja. Dann ist die Drehbewegung, geht dann meistens in die Teller über oder in die So, und hier hat man halt zusätzlich, weil bei der Achse McPherson ist es halt einfach so, dass beim Lenken sich das Ganze mitdreht und das ist cool. Da hast du dann halt noch die Bewegung. Gefällt mir. Feinste Ware hier. So, okay, ja, mega geil. Ich glaube, wir haben schon wieder exorbitant Material zusammenbekommen, oder? Ja. Wie gesagt, wir wachsen halt. Wir müssen zusammen gucken, dass es zufälligerweise meine Waage mit. Ja. Wir müssen das ja alles dokumentieren hier. Ja. Bei dem vorderen bin ich mir schon ziemlich sicher, da werden wir nichts holen. Ja, vor allem durch das Lager, ne? Genau, gegenüber dem Lager. Gewicht, die Federteller, genau. Das wird wahrscheinlich identisch sein. Hinterachse gehe ich aber von aus. Der ist schon. Ja, wir können es ja mal daneben legen. Also hier haben wir einmal die Feder, dann genau, Zwischenring, der kommt noch mit dabei. Marcel, magst du das einmal hier runterschieben? Brauchen wir den hinteren Dämpfer? Wir könnten das auch nicht zusammensetzen. So. Einmal wieder nullen. Also, wie immer erstmal das. Ja, warum? Das ist ja, wiegt das als Paket zusammen, oder? Ja. So, jetzt muss man fairerweise sagen, eigentlich würde hier noch eine Höhlenverstellung dazukommen, die ja aktuell gar nicht da ist, aber wenn wir es halt mit Höhlenverstellung so gebaut hätten, wäre die ja noch extra. Lass uns mal vom Ist-Zustand gehen, um fairerweise zu sagen, das ist das Monotube-Hinterachse. Also da kommt jetzt nichts bei. 2,85. Nein, hier haben wir ja auch die zwei Federn. Genau. Hier hätten wir ja auch die zwei Federn. Das ist halt auch krass, 800 Gramm so Dämpfer, ne? So, wir haben also genau ein Kilo gespart pro Seite. Ja. Und das ist ja schon extrem leicht, davon muss man einfach so sagen. Ja, ja. Da ist ja schon eigentlich nichts dran. Aber das ganze Paket pro Seite, ein Kilo. Wir wollen den Zentimeter kürzen, dann kommt man leichter Kohlenstein ran. Genau, das heißt, also über ein Kilo. Über ein Kilo. Ja, sind wir ja jetzt schon. Wir haben ja gerade 2,85, jetzt haben wir 1,80. Irgendwann wird es halt schwer, mal Gewicht zu finden. Ja, Stoßdämpfer, 800 Gramm ist krass. Also jemand, den du den in der Hand gibst, der denkt, das ist gar kein Stoßdämpfer. So, also wir haben genau 0,85 zu 0,95. Ja, und hier ist sogar noch die Gummimetallverbindung bei. Aber das ist schon
Ja, also über 1 Kilo pro Seite leichter. So, jetzt einmal nochmal zur Vollständigkeit. 5,4. Mhm. Monotyp, Straße. So 5,5. 100 Gramm schwerer. Ja. Aber klar. Der Klotz mit dem Unterballlager ist halt schon ein bisschen was, ne? Ja. Ja, und man darf halt nicht vergessen, hier haben wir natürlich jetzt verstellbar, wir haben noch einen Zwischenteller mit dran, wir haben noch einen Federteller oben mit drauf, wir haben das Domlager oben mit drauf, hier haben wir auch mehr Komponenten, aber für 100 Gramm ist okay. Dann würde ich auf jeden Fall wieder sagen, danke für diese Einblicke. Glaube ich, das war mal ein ganz cooler Fahrwerkstalk hier heute. Ne? Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Und wenn ich mir mal was schon lerne, dann ist das eigentlich mal ein gutes Zeichen. Das freut mich. Das ist recht interessant war. Also als nächstes Fahrwerk rein. Und ich würde sagen, dann wäre es das Coolste, wenn wir wieder einsteigen, dass wir irgendwo das Ganze fahren und hier mal so ein bisschen... Das Auto mal ausfahren. Ja, genau, und mal so ein bisschen sagten, hier ist ein bisschen zu hart, zu weich, dies, das, jenes und so weiter. Da bin ich auch froh, dass Marcel uns da unterstützt mit seiner Erfahrung. Er hat mich ja schon aktiviert jetzt, aus dem Verborgenen rausgeholt, dass er beim Einfahren auf jeden Fall mitkommt, weil ich sage ganz ehrlich, wir können beide bestimmt gut Auto fahren, aber er hat einen Popometer, da denken, also wir merken manche Sachen nicht, da ist er schon, ein paar Kilometer. Aber wenn wir den dabei haben, dann ist er schon. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, um das Ganze mal so zu testen, würdet ihr noch andere Federarten mitnehmen, falls wir dann vor Ort irgendwie eine Feder tauschen? Oder meint ihr, das ist eigentlich gar nicht notwendig, eine Feder vor Ort zu tauschen? Die kann man schon gut genug übers Gewicht. Wir schauen mal. Hätten wir jetzt eine Boxengasse natürlich irgendwo, ich sag mal, wir sind auf der Nordschleife oder Blitzerberg, hätten eine Box, klar, ja. Werkzeug dabei. Je nachdem, wo wir jetzt irgendwo bei diesen Wetterverhältnissen in der nächsten Zeit das Auto fahren können, sind wir natürlich irgendwo limitiert. Ich guck mal, ob wir nicht irgendwo einen Platz finden, wo wir das mal testen können und vielleicht auch alle, dass wir so eine kleine Challenge ausmachen. Ja. Vielleicht finde ich ja irgendwie eine kleine Strecke oder so, dass wir mal ein bisschen um die goldene Ananas fahren können. Ja, das wäre cool. Weil noch läuft er, ja? Also ja. Noch können wir den ja noch ein bisschen bewegen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video auf irgendeiner Strecke. Tschüss.